Wir sind heute wieder im wunderschönen Niederlosheim bei Steinakzente und wir haben wieder ein Projekt, und zwar den Senkgarten. Genau. Genau, und wir werden euch das Projekt heute noch mal ein bisschen näher vorstellen, beziehungsweise auch ein paar Eckdaten bezüglich Größe und Kosten. Genau. Dann legen wir los. Ja, also ihr seht ja gerade schon den Senkgarten. Das letzte Mal, als wir hier so ausführlich standen, war es noch ein reiner Baustellenhaufen. Da sahen wir so die ersten Züge. Wir hatten ja schon einen kurzen Einblick an der Messe gegeben. Und ja, das ist jetzt unser fertiges Endprodukt. Da fehlt quasi jetzt nur noch die Feuerschale innen drin, dass man auch grillen kann, obwohl man auch schon direkt auf dem Split ein Feuer machen kann. Aber dann hat man mal so viel Schweinerei mit der Asche. Genau, wir blenden euch noch mal Bilder aus der Bauzeit ein. Wir waren ja schon hier, da war das Ganze noch ein bisschen im Aufbau und jetzt ist er so fix und fertig. Genau, jetzt komme ich auch beim Sitzen mit den Füßen auf den Boden. Ja, aber beim letzten Mal hat mir ein bisschen was gefehlt noch. Genau, also ich fange jetzt einfach mal an und erkläre ein bisschen so die Materialien, die wir verbaut haben. Das sind zum einen hier hinten für die Sitzecke Quadersteine. Nennt sich das. Also das sind halt so vorgeformte Steine, das sind halt große Steine, die wiegen so im Schnitt zwischen 500 und 600 Kilo. Die muss man halt schon durch einen Kran oder einen Bagger irgendwas setzen lassen. Ist das so Granit? Oder? Das ist, in dem Fall ist es Granit, genau. Mhm. Da kommen wir halt immer noch relativ schnell und im Verhältnis auch ganz günstig dran. Und Grau ist auch einfach eine Farbe, die ist immer im Trend. Granit ist sehr robust als Stein. Der verträgt halt auch mal gut eine Weile im Schatten zu sein und ein bisschen Feuchtigkeit. Genau. So, da haben wir halt Sitzauflagen drauf gemacht aus Rostschiefer. Dein Lieblingsstein, ne? Ja, ich muss ihn immer wieder anhimmeln, wenn ich hier bin. Ja, also man hätte jetzt natürlich auch können einfach gar keine Sitzfläche drauf machen, nur ein paar Kissen legen. Aber es sieht irgendwie direkt ansprechender aus und es macht nochmal so einen kleinen Farbakzent da rein. Auch dieses Rostige. Ja. Das macht es ziemlich schick. Und ich sehe, hier sind mehrere Schichten. Verklebt, nee, das ist vom Schneiden. So, das ist vom Schneiden. Genau, das ist einfach, das kann man sich vorstellen wie im Sägewerk, das läuft durch so ein Band, da wird das eingeklickt, wie durch Rollen und dadurch haben die diese Rillen an der Seite. Ach so, das ist eigentlich okay. Nur so vom Einklemmen. Gut. Ja, und dann haben wir da unten auch nochmal Granit, genau. Also das ist bei uns hier quasi zwei Reihen. Die vordere und die hinteren haben wir alle ins Erdreich reingesetzt, sodass wir, dass die hinteren quasi im Erdreich stehen und die vorderen davor und wir keine versteckte Reihe haben. Genau. Gut. Und was auch super ist, ist die, Holzverstau-Ecke. Die Fläche für das Holz. Genau. Denn Sinn und Zweck ist, dass man hier einfach gemütlich chillen kann, sich gegen Abend noch ein Feuer anmachen kann. Ein bisschen grillen oder einfach die Wärme des Feuers genießen. Genau. Also ihr empfehlt, dass man da eine Feuerschale reinmacht, ne? Ja, also bei dem kleinen Split ist halt so, dann liegt die ganze Asche drin, die kriegst du fast nicht mehr raus, dann musst du ständig neuen Split reintun. So, wenn du einfach eine Feuerschale hast, die kann man ja viel besser auskehren oder aussaugen. Ich meine, wer gewieft ist, kann sich natürlich auch ein Dreibein hier dran schweißen oder konstruieren. Warum nicht, ne? Ein Fußpool. Ja, es gibt ganz viele Senkgärten, die fangen so an und haben in der Mitte dann nochmal einen Teich, dass man einfach nur ein kleines Wasserspiel hat. Da ist ja der Kreativität keine Grenze gesetzt. Okay, und wenn man sowas plant, kann man das bei euch komplett durchplanen lassen? Jo. Okay. Also wir geben unser Bestes. Wir sind natürlich keine Architekten, ne? Wir sind auch alles nur Hobbygärtner, aber wir kriegen das schon ganz gut hin. Wenn wir die Maße haben, können wir das alles durchkalkulieren. Mhm. Also wir haben halt jetzt auf der anderen Seite gegenüber von den Quadersteinen als nur noch so eine kleine Mauer, weil wir da nicht mehr die ganze Höhe abfangen mussten, sondern nur noch so rund einen halben Meter. Da haben wir halt passend für den Quadersteinen den gleichen Mauerstein genommen und den Boden dann halt auch gepflastert. Wollten aber da bewusst vom Granit weggehen, weil das sonst irgendwie zu viel in dem gleichen Ton ist, ja. Und haben uns dann für einen Basalt und einen hellgrauen Quarz entschieden. Ja, das ist schön gemacht. Für wen ist denn so ein Senkgarten am besten geeignet oder für welche Gärten oder? Da, wo ein bisschen Platz ist. Da, wo ein bisschen Platz ist. Also hier, der hat jetzt allein, die Pflasterfläche hat jetzt so 16 Quadratmeter ungefähr. Mhm. Das ist ja bei vielen einfach schon ein ganzes Zimmer im Haus, ne? Ja. So, ich sag mal, mit dem Rand außenrum, man sollte halt schon so seine 20 bis 30 Quadratmeter Platz haben, damit es sich auch einfach lohnt. Ein Senkgarten dient halt einfach dazu, quasi ein eigenes Mikroklima zu machen. Mhm. Das heißt, es ist wärmer, es ist länger wärmer, wenn ich jetzt so Ende August, Anfang September, bis es anfängt, schon ein bisschen kühler zu werden. So um 9, 9:30 gehe ich schon rein, weil
ich brauche eine Jacke, es ist ungemütlich. Ja. Sitze ich hier windgeschützt, mache mir ein Feuer an und die Wärme bleibt einfach in diesem Tal hängen. Mhm. Und dann kann ich auch noch weiter mit T-Shirt sitzen. Das merkt man auch an den Pflanzen, wenn man sich das, man kann jetzt natürlich auch in die Mauer noch mal mehr Pflanzen machen oder je nachdem, wie steil der Hang hier hinten dran ist, von oben noch mal Pflanzen ranwachsen lassen. Die haben natürlich dann auch ein ganz anderes Klima, aber da kann man quasi alles holen, was in den normalen Steingarten auch reingeht. Ja klar, der Stein nimmt natürlich die Wärme auf und dann ist es abends noch ein bisschen länger gemütlich, vor allem auch, genau, wenn man da ein Feuer anmacht. Die Steine wärmen sich ja auch. Genau, die geben die Wärme ab und dadurch, dass es ja eine eigene Senke ist, geht die Wärme auch einfach dann nicht raus aus dem Loch. Mhm. Aber das Ganze funktioniert auch größer und ein bisschen kleiner, oder würdest du schon sagen, das ist hier die Mindestgröße, die man haben sollte? Ich sag mal, das hier ist Luxusgröße. Es ist halt für uns ist halt schön, weil wir können hier mit ein paar Leuten sitzen. Mhm. Wenn ich aber zu Hause alleine wohne oder ich sage, ich brauche halt einfach nur eine Ecke für 2 bis 4 Personen, dann reicht mir ja auch quasi die Hälfte von dem Ding. Ja. Man muss aber auch einfach sehen, es ist aber auch mit viel Arbeit verbunden. Mache ich mir das für 5 Quadratmeter, mache ich mir die Arbeit oder gucke ich, dass ich wirklich eine größere Möglichkeit habe. Im Endeffekt könnte ich mir hier auch eine Outdoor-Küche reinziehen. Ja, da stimmt. Kann man auch die Ecke hier machen als Outdoor-Küche, weil da hinten ist ja sowieso alles zu und macht die Sitzecke genau auf die andere Seite. Mhm. Also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten da zur Gestaltung. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Genau. Und die große Frage, du wolltest uns erzählen, was das Ganze so ungefähr kostet, wie es hier steht, oder? Genau. Also in der Ausführung, wie wir es jetzt hier haben, liegen wir bei ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro. Also wandelt sich jetzt ein bisschen ab, lasse ich liefern, hole ich einen Teil selber. Ja, die Zuschnittsachen, kann ich das selber zuschneiden, deswegen ist da so ein bisschen Puffer drin. Und ja, die Preise variieren natürlich auch je nach Material, was ich nach zu Hause einsetze. Ist das inklusive der Anbringung? Nee, das ist rein Materialkosten. Genau, also wir sind auch reiner Händler, wir sind nur Vertrieb. Für den, wer da Hilfe braucht, muss sich einen Gärtner holen. Wer keinen Gärtner kennt, wir helfen da gerne weiter. Wir haben natürlich einen großen Kundenstamm und wissen ungefähr, wer was macht oder wer welche Maschinen zur Verfügung hat. Und ja. Was sich jetzt bei den Materialien vielleicht noch anbietet, alternativ zu Grau, wer jetzt halt lieber auf Mediterran geht, wäre Jura. Das ist so ein cremegelber Kalk. Ich gucke gerade, ob wir ihn hier liegen haben. Nee, aber den zeige ich euch dann nachher nochmal als Mauerstein. Ein bisschen wie die Farbe, oder? Ja, ist auch noch ein Ticken heller. Genau, da kann man halt klassisch mit gelbem und rotem Sandstein kombinieren. Und hat das einfach dann im mediterranen Stil. Die 2 Sorten haben wir halt immer schnell verfügbar oder relativ schnell verfügbar, auch in den großen Quadersteinen. Kann aber prinzipiell das Ganze auch nur mit Mauersteinen aufziehen. Können das auch in Basalt, in Muschelkalk, wir können das auch in anderen Varianten besorgen. Aber das ist halt immer dann mit Lieferzeit und hohen Kosten teilweise auch verbunden. Also mediterran Terrakotta? Also es ist eher gelb und da macht man mit dem Terrakotta-Farben so ein paar Akzente. Man kann an roten Sandstein mit einarbeiten zum Beispiel, aber den selber können wir, also haben wir im Sortiment nur in Mauerstein. Können wir aber nachher gerne noch mal ein paar Produktbilder zeigen. Gut. Ja, ja, mir gefällt es echt sehr gut. Ich müsste jetzt sagen, ich kaufe ja ein Haus, da ist der Garten leider nicht so groß, dass ich mir sowas da hinstellen könnte. Aber es gibt natürlich auch große Grundstücke und wie du auch gesagt hast, wenn man eine Steigung oder eine Hanglage hat, dann bietet sich sowas an. Und besonders im Sommer, dass man da länger gemütlich sitzen kann, ist schon eine gute Lösung. Also, wenn sich jemand die ganze Auswahl an Steinen mal anschauen will oder auch einfach mal den Senkgarten selbst, dann muss er oder sie wohin kommen? Zu uns in die Ausstellung, das ist in Niederlosheim, die Niederlosheimer Straße 103a. Wir sind da von Montag bis Freitag 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis um 12. Super. Mir gefällt's gut. Ja, ich weiß, ihr wollt immer hier bleiben. Ja, nächstes Mal lege ich auch was auf den Grill. Sehr schön, aber für mich auch dann was Vegetarisches. Ist gar kein Problem, mache ich daheim nur. Wir waren ja schon bei der Messe im Mai. Da haben wir euch auch einen kleinen Rundgang abgedreht. Und ja. Also wenn ihr mal vorbeikommen wollt, Niederlosheim, Steinakzente, ihr seid herzlich eingeladen. Genau.